Fieber. Mache ich morgen auch nicht in die Schule. Da braucht es mal mindestens einen Tag dazwischen. Selbst wenn es heute Abend weg ist. Fieber ist nicht heute Abend weg. Nee. Wie schläfst du jetzt? Oh, mein Baby. Mein Baby ist krank wieder. Mann, Kinder sind so oft krank. Was ist denn da los? Und dann stecken sie einen an. Furchtbar. Das ist die Kehrseite der Medaille, wenn man Kinder hat. Guten Morgen, liebe Leute. Heute ist Dienstag. Das Baby hat Schluck auf. Und das Baby hat Schluck auf. Baby-Livestream. Live-Vlog-Baby. Und ansonsten, wie geht's dem Baby? Gut. Ich hatte morgen zum ersten Mal ihre Füße unter meinen Rippen gehabt. Das ist sehr unangenehm. Ja, das fühlt sich auch nicht so gut an, wenn die sich da so strecken und die dann unter den Rippen hängen. Jo, guten Morgen im Laden. Heute ist für mich mein Montag. Dabei ist es schon Dienstag. Jetzt habe ich schon einen Auftrag, so, ja, weil den habe ich gestern nämlich noch angenommen, als ich kurz hier unten war und diese Fensterbank gebaut habe, die Anouk sehr kuschelig findet und heute sich schon da eingerichtet hat, häuslich, habe ich einen Auftrag bekommen. Und zwar denken die Leute ja immer, Mann, ich habe eine totale 8 im Reifen. Leute, die sich auskennen, werden jetzt schon wissen, was los ist. Das ist keine 8. Dann zeige ich euch jetzt, was das ist. Jo, wo seid ihr? Hier seid ihr. So, ich wollte euch zeigen, hier. Tada, oh Mensch, mein Reifen eiert so. Was ist denn da los? Der ist bestimmt die Felge kaputt. Na, ich glaube eher der Reifen. Schaut euch das mal an. Er franzt ein wenig. Das ist ein Franz-Josef-Reifen. Naja. Also. Hier auf, raus damit. So kommen die Leute hier angefahren. Fertig. Überhaupt nicht. Also ist ein Ding, dass der überhaupt mal hält. Ne? Die fest. Oh, ist die Narbe fest. Was ist da los? Oh, was ist da los? Die Narbe ist fest. Kann ich eigentlich bewegen. Ist nur Schlauch, Reifenwechsel. Und schwupps, sind wir wieder bei viel mehr. Kann nicht wahr sein, ey. Was für ein Klops. Beretta-Felge. Geil, so Beretta. Glücksrad. Ey, sie schummeln hoch. Da dreht sich nichts mehr. Werde ich auf alle Fälle ansprechen, werde ich sagen, pass auf, du brauchst mal einen Lagerservice. Das Lager auseinandernehmen, fett drin, da wieder zusammen. Das möchte ich mir aber gerne bezahlen lassen. Das möchte ich jetzt nicht einfach so machen. Klar, könnte ich jetzt so machen einfach, aber das will ich nicht. Ich muss auch mal ein paar Dinge bezahlt bekommen. Und das gehört dazu. So, wann brauche ich hier heute Zeit? So, ich habe mich dazu entschlossen, keinen neuen zu nehmen, sondern den gebrauchten zu nehmen. So, haben wir denn jetzt alles hier?
Tommy schon wieder viel zu viel gemacht hier. Wo ist dann der 15er Schlüssel? Also die Felge hat tatsächlich auch nicht keine 8, sondern hier eine Beule drin. Die hat richtig eine Beule drin. Tock, tock. Ja, hier, da. Da hat richtig in der Ring gebolzt. Der ist K8 nicht. Genau, das ist keine 8. Die ist halt eigentlich tot. Also die kann man jetzt noch versuchen hin und her zu biegen, so ein bisschen zu dengeln oder so, aber das mache ich jetzt nicht. Ich werde ihm jetzt mal einen anderen Reifen aufbauen, dann hat er das Problem nicht mehr ganz so doll. Und wir brauchen kostet es auch nicht so viel. Gut, das war der erste Auftrag der Woche. Da seid ihr halt immer dabei beim ersten Auftrag der Woche. Und heute kam ja nicht heute. Na, nü. Na ja, schauen wir mal. Zeig mal hier, Thorsten ist gerade gekommen. Ich habe ja hier so einen Zeitungshalter gefunden, aber mit so hässlicher Werbung drauf, den ziehe ich jetzt gerade ab. Sag mal, kannst du noch 5-6 alte Fahrzeuge zum Ausschlachten gebrauchen? Naja, ich nehme sie mal an. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir damit anfangen. Ja, sonst kommt sie weg. Ja, ja. Weil ich bin hier aus, weil ich beim Berger. Und dann bleiben immer Fahrräder stehen. Ich weiß, ich kenne das. Ich kann mal hier auf dem Boden dauern. Preußenstadt habe ich zwar da, aber ich glaube, ein Schloss, das war sogar so ein Stahlbügelschloss. Okay, komm in. Irgendwie vereisen, draufschlagen, ich weiß es nicht. Kriegen wir schon hin. Gut, du bist einfach mal. Gut. Ciao. Bis dann. So, dann gehen wir jetzt mal Räder machen. Noch rumgeeiert hier mit irgendwelchen Zeitungsklemmen. So, was sagt der Fachmann? Okay. Schaltzugwechsel an einem NCM Milano Plus 48 Volt, 48V. Schaltzugwechsel Hinterrad, der ist innen verlegt. Hier wurde der Lenker erhöht. Kurze Erklärung halt dazu. Und deswegen reicht hier der Schaltzug, der alte reicht nicht mehr bis dahin, wo er hingehört. Jetzt muss ich den Schaltzug innen erstmal tauschen, erstmal den alten ausbauen.
Das ist ja ein simpel, das machen wir wie immer. Endkappe ab. Schaltzug auf. Ja? Schaltzug auf. Ja? Kollege. Ja? Leider die Nachrichten sind schlecht. Das, diese Rad bremst nicht. Ich habe halben Tag verbracht, das so einzubauen. Jetzt hab ich eingebaut und bremst nicht. Wieso bremst nicht? Ich habe bis Ende so, das ist jetzt so. Der Reifen ist schwergängig geworden, trotzdem so, es gibt so knappe Dings, bis Ende so, du drückst trotzdem, ja, so, du brauchst 20 Meter zu bremsen, weißt du nicht. Wie auch immer. Ziehen wir erstmal raus hier. So, gucken wir uns mal an, du bremst nicht. Ja, ich habe einen Dreigang Stomy Archer Hinterrad verkauft. Und das bremst jetzt nicht. Jetzt bin ich da oben gegangen, habe mir das angeguckt, das ist total verölt. Er hat leider in die Trommelbremse Sprühfett reingemacht. Sehr gut. Das Todesurteil für die Trommelbremse ist das natürlich, weil. Funktioniert nicht. Kann ich nicht machen. Musste ich ihm sagen, jetzt ist er stinksauer. Naja, eigentlich ist er sauer auf mich. Er hätte jetzt gerne gehabt, dass ich gesagt hätte, in der Bauhaus nehme ich zurück. Aber ich habe ihm nur zu ihm gesagt, nicht Bauhaus, nehme ich zurück, sondern ich habe gesagt, Bauhaus und wir bauen die Bremsdinger um, weil er hat ja noch so eine Narbe. Vorne bremst er auch nicht. Bremst er auch nicht vorne. Er hat jetzt überall, er hat vorne und hinten, hat er Sprüh, WD-40, Kriechöl drin gehauen. Er dachte, das läuft dann besser. Machen. Tut mir leid. So, ja, wir machen mal einen neuen Zug durch. Das wird jetzt ein bisschen hin und her hier. Also den alten Zug habe ich hier vorne rausgezogen. Jetzt mache ich durch die alte Hülle einen neuen Zug. Okay, da kommt er. Wunderbar. So, das ist schwierig jetzt. Die Hülle muss ab. Ich habe ihm das ja neu gerichtet, dass das alles läuft, funktioniert. Ich kann ja natürlich auch verstehen, oder? Die ganze Zeit bastelt und hat das selber quasi. So eine langwierige Aktion hier.
Hallo. Bin gerade bei einer komplizierten OP. Ich habe gerade ganz kompliziert zu tun. Okay, bis dann. Guck mal, wie kompliziert, Alter. Ich bin schon eine halbe Stunde an diesem Zug. Rätselslösung ist, man muss zwangsläufig den Verschluss für den Akku rausschrauben, weil ansonsten kommt man an diesen Kabelbaum, der sich in dem Rahmen befindet, nicht vorbei. Es sind hier keine einzelnen eingelöteten Röhren für den Zug oder sowas. Ja, was man ja auch nicht verlangt, aber hier gehen so viele Kabel durch den Rahmen. Da unten sieht man ja noch drei Stück oder so. Sind es denn? 1, 2, 3. Und das geht nicht. Da muss man natürlich aufmachen, ne? Also das klappt leider so nicht, wie ich mir das gedacht habe. So. Von unten schiebe ich. Von oben drücke ich rein. Den irgendwie darüber gedrückt kriegen, dass er da okay, das ist der hier, der muss dahin. Ich meine, man kann natürlich hier die Ecke freiräumen und das schön drapieren. Ein Sofa und zwei Sessel hinstellen, ja, den Zahnarztstuhl dazu. Na gut, nur den gibst du mir ja nicht wieder her. Das ist so voluminös. Na. Das ist auch nicht gut, das bekommt den nur nicht. Hier unten ist noch mal feuchter als da oben. Wir sind noch mal 3 Stufen höher. Das macht viel aus. Bei denen ein für ein paar Monate. Das ist okay. Problem. Im Sommer ist das ein bisschen überall Problem. Dieses Fahrrad soll aufgepimpt werden ein bisschen. Wie ich das mache, zeige ich euch jetzt im Schnelldurchlauf. Also aufpimpen im Sinne von ein bisschen hübsch machen, ein bisschen schön machen. Gucken wir mal. Ich meine, ich mache da nicht viel mehr dran, außer dass der haben hier einen viel zu dicken Lenker drin. Der Lenker ist viel zu dick. Ja. Griffe, andere. Ah, da müssen wir echt mal gucken. Wo positioniere ich euch dafür? Erstmal alles ab bei mir, was kaputt ist.
19.40 Uhr schon. 19.40 Uhr. Und ich habe hier immer noch zu tun. Jetzt bin ich an einem. 2 Stunden fehlen mir. Von diesem scheiß Schaltzugwechsel da. Jetzt habe ich hier ein Hollandrad am Start. Nicht die schönste Aufgabe für mich. Wie ihr wisst, hasse ich Hollandräder. Ab ist es. Der Kollege meinte, er war hier, wollte das hier reparieren lassen. Und ich war zu, dann ist er zu einer anderen Werkstatt gegangen und die haben Murks gebaut. Jetzt gucken wir uns das mal an, was für Murks das ist. Da war wohl das gleiche Problem schon. Das war das Hinterrad. Der Murks ist der, dass er hier. Schaut mal das Spiel an. Sieht man das? So kann man das natürlich nicht einbauen, ne? Das geht nicht. Das geht ja nicht. Muss man schon festschrauben. Hier fehlt trotzdem noch irgendwas. Unterlagscheibe oder irgendwas. Ich habe jetzt noch das zu machen, dann noch eins und dann noch einen großen Umbau. Das hier ist ja jetzt nur noch Banalität. Also ich freue mich sehr, dass das Spiel ist raus hier. Das wackelt nicht mehr, kein bisschen. Das ist schön stabil. Das hält auch alles, das ist alles schick. Dago! Halb 10. Ich packe ein.
was wollte ich sagen? Feierabend ist es. Es ist jetzt gleich um 10. Also macht es gut, wir sehen uns morgen. Ich weiß ja nicht, ob heute irgendwas Interessantes dabei war. Ich kann mich nicht entsinnen. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Heute ist ja gut. Stress essen, das muss ich mir wieder abgewöhnen. Muss ich jetzt irgendwie machen, dass ich abends was esse. Morgens kurz was und dann abends wieder. Also, wir sehen uns morgen. Macht es gut. Bis dann. Ciao.